Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play hier auf dem Channel. Ich bin der Neuländer und wir spielen Toby the Secret Mine. Also Toby und die geheime Mine. Leider haben wir das Intro gerade eben verpasst. Wir waren soeben mit unserem kleinen, ich gehe mal auch davon aus, dass das ja Toby ist, unserem kleinen Toby mitten in der Landschaft und vor uns wurde ein Freund mit einem Käfig von einem großen Toby mit roten Augen verschleppt. Es begann eine kleine wilde Verfolgungsjagd, bis dann schließlich das Menü aufploppte. Leider habe ich es nach mehreren Versuchen nicht geschafft, dieses Intro erneut hervorzuholen. Deswegen entschuldigt bitte, dass ich es leider nicht zeigen kann. Bei Gelegenheit werde ich es nachholen. So, also fangen wir einfach an. Dieses Spiel, was ist das für ein Spiel? Das ist ein kleiner Jump'n'Run, ein kleiner Adventure. Wir können auch nicht wirklich viel machen. Wir haben die Steuerung hoch. Links, rechts. Und in der Steuerung wird auch der Pfeil nach unten angegeben, aber da passiert nichts. Ich vermute, den werden wir später brauchen, wenn wir kleine Rätsel lösen müssen oder Dinge aktivieren. Hängt in der Regel ja beides miteinander zusammen. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wir kommen im Grunde von da oben, da können wir leider nicht mehr hoch und jetzt überall fliegen. Ja, an sich, ich mag die Atmosphäre des Spiels. Ich habe nur ganz klein wenig reingespielt, um zu wissen, mit was ich hier ein wenig zu tun habe. Wissen tue ich das immer noch nicht, aber wie gesagt, ich mag die Atmosphäre hier. Kleiner Igel hat sich soeben eingegraben. Hat sehr viele kleine Details gerade im Hintergrund. Im Vordergrund haben wir dieses Schwarz, was einfach zu einer düsteren Atmosphäre führt. Was ja auch etwas passt, denn wir sind ja auf der Suche nach gekidnappten Freunden. Also, gehen wir einfach mal weiter. Und da ist er auch gleich schon. Keine Ahnung, was er da macht. Das sieht für mich wie ein Bienenstock aus. Aber das ist der große Toby mit den bösen roten Augen. Komm, den kriegen wir. Ah. Da will ich jetzt nicht reinfallen. Das. Ups. Da will ich auch nicht reinfallen. Mhm. Wir rennen. Oh, Scheiße. Verflucht seist du. Komm hier nicht hoch, ne? Dann. Ah. Okay, einfach dagegen laufen. Ah, da ist schon mal ein Kumpel von uns. Guck mal. Yay, einen von 26. Aber zu dem bösen Tobi kommen wir nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir jetzt schon zu dem bösen Tobi wollen. Ich habe gerade unbewusst diese Truhe bewegt. Okay. Ah! Scheiße. Das habe ich nicht erwartet. Okay. Okay, spannende Musik, das heißt, wir folgen ihm. Hier haben wir wieder Bienen. Da will ich auch nicht reinfallen. Hm. Ich will einfach runterspringen. Schau mal. Und da ist wieder der süße kleine Igel. Ich will den haben. Okay. Hat er jetzt ein Schwert in der Hand? Gerade eben Bogen, jetzt ein Schwert. Was ist denn los? Ah, mit Enter. Komisch. Okay. Hm. Okay. Wieder eine Truhe. So, jetzt kriegen wir ihn aber. Ich zweifle es zwar, aber. Gehen wir mal weiter. Okay. Ups. Kann man das auch wieder zurück? Ah, okay. Okay. Warte. Aha. Ah, okay. Also mit STRG können wir das Ding auch verwenden. Ich habe jetzt halt eben Enter gedrückt. Aber irgendwie ist Enter auch mit Springen verbunden. Deswegen benutzen wir weiterhin STRG. Mein Freund.
runter. Es wird dunkel. Und wir kommen ins zweite Level jetzt schon. Interessant. Oh. Oh, wie süß. Verstehe ich ihn, wenn ich jetzt weitergehe? Ich will nicht. Ja, schade. Fand ich süß. Und jetzt hier wieder. Süß. Okay, zuvor war es grün, jetzt haben wir gelb-orange. Ich gehe davon aus, dass es dann da sind rote Stacheln. Ich gehe mal davon aus, wir sollten da nicht reingehen. Ich drücke einfach mal den Hebel. Geil. Will ich auch. Zum Graben vom Haus. Ah, hallo. Mögen sie wahrscheinlich nicht. Okay, was ist, wenn wir den Stock sehr nerven? Okay. Also wir können theoretisch vielleicht später im Spiel dann diese Bienenstöcke verwenden. Ich weiß noch nicht genau. Okay. Die Maus da weg. Warum auch immer das hoch und runter geht. Creamy Mother from Outer Space. Vielleicht kriegen wir hier. Oh fuck. Okay. Hat er. Der hat doch da gerade was gegessen, oder? Oh! Okay, schnell. Ich befürchte ja, dass wir ihn wieder nicht einholen. Oh, hier ist ein Hebel. Ich weiß ja nicht, wofür der Hebel ist, aber wir drücken ihn einfach mal. Okay, ist hier irgendwas? Nee. Kommen wir hier irgendwie... Interessant. Okay. Also bisher läuft es ja eigentlich ganz relativ easy. Ich bin mal gespannt, wie das im weiteren Spielverlauf wird. Man kennt es ja von anderen Let's Playern, die bei so kleinen Rätseln oder kleinen Jump'n'Runs jämmerlich Hinweise übersehen und Dinge falsch machen, einfach weil sie eben auf das Sprechen konzentriert sind und nicht auf das Spielen. Ich hoffe mal, dass das... Oder ich erwarte eigentlich, dass es bei mir noch so wird. Bisher läuft es ja ganz flüssig, aber ich glaube, der Anspruch hier ist bisher auch noch nicht allzu groß gewesen. Und hier? Fährt er auch noch runter? Nee. Nicht so geil. Und hüpp. Und hüpp. Und hüpp. So. Ich glaube, wir gehen jetzt in die Mine des Titels. Oder Mine aus dem Titel. Und wie es aussieht, in einen neuen Levelabschnitt. Und wie ich es vermutet habe, wir sind von grün in ein gelb-orange gegangen, jetzt in ein blau. Entweder gehen wir tiefer in den Wald hinein. Okay. Tiefer in den Wald hinein oder die Sonne geht unter. Das, es könnte beides sein, vielleicht auch simultan. Wer weiß. Okay, also, wir haben hier eine Bombe. Oh je, was? Arsch. Wie ist denn gerade gestorben? Okay, und was mache ich jetzt? Echt nichts machen. Was ist das? Das ist ein Aufzug. Wie geil. Okay, wie ich erwartet habe, wir werden die Truhe wohl verschieben müssen. Zack. Ich weiß ja nicht genau, was da jetzt gerade passiert, aber... Ah. Ich glaube, die Truhe brauchen wir noch. Sonst wäre das, glaube ich, mit dem Aufzug nicht da.
Und wie ich es vermutet habe. Okay. Eine Katze. Hallo. Hallo. Oh. Ah, lange. Igel. Okay, ich traue mich kaum, hier zu erzählen, wenn der Typ gerade abhaut. Aha. Oh. Yay, zwei. Okay, oh, nicht gut. Es ist doch so klar. Einmal, zweimal, dreimal. Also wenn er... Ah, so, ich dachte, okay. Also ich kann einfach... Ich kann den machen müssen. Das ist doch schön. I am the Knight. I'm Batman. Der hat sich am Kopf gerade. Ah, schön. Okay, was ist das denn? Hm, was ist das? Oh. Okay, warte, das war zuerst der hier. Dann war der hier. Ah, nee, falsch. Jetzt. Zum Glück habe ich mich erinnert, welches die anderen beiden waren. Damit wäre auch mal geklärt, was es mit diesem Zeichen auf sich hat. Und wir haben Nacht. Es ist schwarz und es regnet. In dieser verdammten Stadt gibt es nur Kriminalität. Um mal kurz im Sin City-Thema zu sein. Wir haben eine obligatorische Leuchte und natürlich herunterkommende Teile. Können wir die Lampe runterfallen lassen? Nee, können wir nicht. Wir können auch nicht springen, ne? Das ist, ich bin bei so Sachen immer vorsichtig. Prinzipiell, können wir eigentlich schwimmen? Ich weiß nicht. Nee, können wir nicht. Was ist das für ein Ding? Soll ich schwimmen können? Oh. Mein Fehler. So. So, so. What? Nee, 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 nee. Ah, fuck. Hättest den jetzt nicht killen müssen? Irgendwo anders weiter, willst du mich verarschen? Ach du Kacke. Okay. 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 Können wir jetzt? Nein, können wir natürlich nicht. So. Einmal so. Zack. Haben wir hier noch ein paar andere Dinge, die wir aktivieren müssen? Vielleicht. Na, kommt runter. Hm. Also wir können auch nicht ins Level zuvor. Das ist komisch. Ah. Nee. Cool. Haben wir einen weiteren Kumpel befreit. Das war schön. Und weiter geht's.
einfach mal ab, ist das Ding hier. So. Okay. Ich glaube, ich fahre mal mit dem Ding lieber mal hoch, ne? Das könnte natürlich das Ende sein. Nein, natürlich nicht. Okay, erstes Rätsel gelöst. Schön. So. Schön, jetzt geht's weiter. Können wir natürlich nicht verwenden, gerade probiert. Und hier ist eine weitere Lampe. Lampe. Ach, okay. Ich glaube, hier geht's weiter. Wir müssen. Geht's hier weiter? Ja, da schließt du. Mensch! Muss man echt überall? Überall. Oh, hallo. Ah, und jetzt geht das Ding bis nach oben. Schön. Gleich intuitiv richtig gemacht. Ist doch schön. Ach geil. Okay. Okay. Schön. Springen, springen, springen. Richtigen Rhythmus. Okay. Warum ich so spät gegangen bin? Genau deswegen, damit das hier besser passt. Ah, das schwingt sogar noch nach, ne? Scheinbar ein bisschen Zeit vergangen, seitdem wir gestorben sind. Oder wieder geboren wurden. Oder aufgewacht, weiß ich nicht. Wir sollen da nicht so nah ran. Und einfach schaukeln. Ich bin der Schaukler. Meine Aufgabe ist, den ganzen Tag hier zu schaukeln. Frag mich nicht warum, ich mach's ja. Hep und hep. Ui, 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 und hep und hep. Und kommen wir an den Mann ran? Kommen wir da ran? Ja, dann kommen wir ran. Schön. Nur den Schlüssel. Wenn wir, haha, hätten wir vorhin den Schlüssel nicht einfach per Zufall gefunden, wären wir an den guten Kumpel hier nicht rangekommen. Wer hätte es gedacht? Jetzt kann ich natürlich klicken hier. Okay, nächstes Level. Natürlich kommen wir nicht wieder zurück. Wäre ja auch viel zu einfach. Ah, warte, ich will mal kurz duschen. Okay, also wir müssen den Waggon hier. Ah, das ist ein Schalter, habe ich gar nicht gesehen. Ohne mir jetzt mal alles angeguckt zu haben. Ich glaube, den machen wir jetzt voll, bis er runterkommt. Ja! Und jetzt? Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt mit dem machen. Warte. Seil reißt gleich, oder? Hier passiert. Können wir. Okay, was ist da oben vielleicht? Okay, da kommen wir nicht weiter, aber hier. Okay. Okay, also wir müssen. Da ist wieder ein Pfeil. Wir kommen hier natürlich nicht rüber. Ich denke, wir müssen mit dem Eimer. Da das Ding füllen. Oh, das haben wir drin. Okay.
Irgendwie muss man das doch. Man hört es zwar knatschen, aber es passiert nichts. Was ist hier? Okay. Hier kommt. Hier kommen wir rein irgendwie, aber ich weiß auch nicht, was das bringen soll. Hier. Okay. Ah! Warum auch immer wir den Eimer haben füllen müssen. Das war knapp. Und da haben wir wieder. Hello, Forest. Okay, dann geht's hier. Kommen wir an den kleinen noch ran, kriegen wir den. Mal einen Tipp. Ne, den kriegen wir nicht. Okay, was müssen wir jetzt beide hier runterschmeißen? Okay. Ah. Mhm. Nein. So, ich möchte an den kleinen müssen wir auch noch ran. Aber ich wüsste nicht wie. Also ich. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Aus. Pui, ist jetzt Platz. Nee, den kleinen brauchen müssen wir nicht ran. Einmal. Ah, und jetzt können wir das Ding. Oben war ein Schalter scheinbar. Ja, jetzt sehe ich es auch. Super. Zack. Weiter. Warum wir aber jemals das Wasser in den Eimer gelassen haben? Keine Ahnung. Wirklich. Kein Plan. Hm. Ha. Ich merke gerade, ich habe mir was zu trinken eigentlich vorbereitet, damit ich trinken kann, wenn ich wieder eine trockene Kehle habe. Mir wurde ja gesagt, dass das in Let's Plays scheinbar nicht so gern gesehen wird, aber da es mein erstes Let's Play ist und ich Angst hatte, dass ich vielleicht einen trockenen Hals bekomme, wie jetzt gerade eben zum Beispiel, dachte ich, bereite ich mir schon mal vor und jetzt habe ich es in der Küche stehen lassen. Super Sache. Und deswegen drücke ich jetzt diesen Hebel. Einfach aus Frust, ja? Einfach aus Frust. Ich bin so Frust. Hier gibt's Piraten. Arr. Okay. Ich wusste. Was? Aber was ist das? Okay, noch ein Quill. Oh, das war eher zufällig. Aber ich glaube, der Typ sieht mir schon mal nicht so gesund aus. Weißt du das? Nein! Scheiße. Okay, der ist befreit, genau, wie die anderen. Ah, okay. Verstanden. Wir müssen warten, bis der da nach links abhaut und dann. So. Links, zack. Bam, brech mal durch. Voll krass. Und hier regnet es durch. Und wir hauen uns den Kopf an. Warte mal, geht's hier weiter? Nee, geht's nicht weiter. Okay, dann warten wir mal, bis der
an uns vorbei ist und raus. Und schnell. Ah, ich wollte eigentlich da oben noch mal kurz hin, aber ja, deswegen hab ich... Nein! Okay. Okay, wir müssen uns also beeilen. Einmal durchbrechen. Weil auf den Kopf stoßen. Das gehört einfach zum guten Ton, ne? Hier. Klingt ja auch schön. 3, 2, 1, los! Und weiterlaufen. Du Penner! Überlistet. So, was haben wir hier? Oh. Ich drück's einfach mal. Keine Ahnung, was passiert. Das liegt nach einer Zeitschaltung. Okay. Was haben wir denn alles hier? Okay. Na, den können wir noch nicht benutzen. Den können wir noch. Ah, pass auf. Okay. Nein. Okay. Okay. Ui. Okay. Nein. Zack. Okay. Bin da. Nein. Okay. Oh Mann. Hier Try and Error hier. Okay. Den hat man doch schon. Siehst du, das meine ich mit dem, okay, tap. Nein. Okay. So. Nein. So. Okay, unten. Doch. Nein. Okay. Ganz unten, dann würde ich sagen, den da. Oh. Zufall. Okay. Weiter geht's. Können wir dabei sterben? Ja, wir können dadurch sterben. Super, dass wir das jetzt wissen. Okay, falls ihr ein komisches, nerviges Geräusch hört, hier in der Wohnung wird gerade gesaugt. Ah. Ah. Die Spitzen zeigen, in welche Richtung das Ding fliegt. Nicht schlecht, zack. Wie bitte, was? Okay. 1, 2, 3. Gut, dass wir das jetzt hinter uns haben. Was ist hier? Was? Oh! Donnerwetter! Immerhin sind wir jetzt hier. Alter. Ich weiß. Ich hab's mir fast gedacht. Ach krass, guck mal. Also wir haben jetzt scheinbar einen Sandsturm oder so. Und da hinten ist großes Skelett, großes Aua, tot. Nicht gut. Okay. Einmal. Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, ah, das sind die kleinen Hubbel,
Sollten wir uns vielleicht nicht geben. So, zack. Geht's hier weiter? Ah, jetzt. Was auch immer die Pfeile hier machen. Kommen wir hier wieder raus? Was? Wieso? Okay. Ach, da ist er wieder. Nächstes Level. So. Und an dieser Stelle machen wir eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns. Tschö mit Ö. Und bis ein andermal. Für euch hat gespielt euer Neuländer. Danke fürs Einschalten.